zu Vlog Nummer 4. Wir sind in Dortmund. Ich stehe vor der Westfalenhalle. Es ist irgendwie scheiß Wetter und irgendwie fehlt auch ein bisschen Action. Es ist zwar erst Donnerstag, aber ich habe da eine Idee. Kommt mal mit. Streckentest ist vorbei, dient einfach nur mal, um zu gucken, wie die Strecke ist, beziehungsweise auch den Streckenbauern zu sagen, ob irgendwas noch nicht geht, aber es hat Spaß gemacht. Ist definitiv flüssig, der Boden ist auch relativ weich, was das Ganze, denke ich, ein bisschen anspruchsvoller machen kann. Alter, wo sind deine Stiefel, wo sind die Handschuhe? Das ist meine Petra, ich liebe sie. Das ist der Chinese, der tut nicht, was ich ihm sage. Und jetzt kommst du wieder nicht bei YouTube rein. Ja, jetzt wirst du zensiert. Also 16:30 war Treff zum Opening für die Probe. Ich bin wieder der Einzige, der da ist von allen vier Deutschen. Oh, nee, da kommt der Nächste. Das ist Paul. Aber Team Husqvarna Factory, die fehlen noch. Oh, nee, ich nehme alles zurück. Aber ich war trotzdem der Erste und ich war am pünktlichsten. Welcome to the vlog. Ihr seid im Vlog. Okay. Lass mal die Hütte bellen, oder? Okay. Warum wir hier Probe machen? Damit am Freitag nichts schief geht. Wobei mit der Chaos-Truppe weiß ich nicht, ob da alles so glatt geht. Probe vom Opening ist vorbei. Wir haben gar nicht so lange gebraucht, wie wir erwartet haben. Was sehr überraschend ist. Jetzt heißt Motorrad wegschaffen, noch ein bisschen die persönlichen Sachen in Ordnung bringen und dann geht's essen und dann ab ins Bett. Ich habe es endlich ins Hotel geschafft. Es ist jetzt 10 Uhr und jetzt werde ich noch fix duschen gehen und mich dann Bett fertig machen und dann direkt ins Bett gehen, damit ich morgen fit bin. Ich denke, um 9 ist Frühstück und dann beginnt ein neuer Tag. Also, gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, es ist Freitag früh. Heute Vormittag stehen die Trainings- und Zeittrainings an. Und bevor es damit losgeht, gehe ich aber erstmal frühstücken. Frühstück ist geschafft. Jetzt geht es eigentlich gleich zum Motorrad, aber ich denke, ich hole mir heute einen an meine Seite, denn mein Workaholic Teamkollege ist heute mit in Dortmund und der wird mir heute einfach beim Vlog ein bisschen helfen, dass es nicht ganz so eintönig wird. Hi Kai, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es in den Weberwerke-Vlog geschafft und dürfen jetzt meinen Part übernehmen. Danke. Ja, danke, ciao. Ja, guten Tag, ey. Mein Name ist Kai Hase. Ich bin einer von den Werkeholics. Auch wenn hier eine Startnummer drauf ist, aber das ist mein Füßler-Motorrad. Und jetzt geht's gleich zum Füßler-Training für mich. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe gestern noch ganz schnell einen neuen Helm abgeholt. Weber Werke Lid. Sieht ganz okay aus, finde ich. Wir fangen jetzt an mit dem Training. Ich hatte jetzt 2 Monate Verletzungspause, weil ich was im Handgelenk hatte, was da nicht hingehört hat. Bin deswegen jetzt die ganze Zeit lang nicht gefahren. Das deutsche Wetter hat es leider nicht zugelassen, dass ich nochmal trainieren konnte die Woche. Deswegen geht es jetzt auf die Rampe und dafür ist das Training da, dass man sich ein bisschen einschießen kann. Also, ich fange jetzt mal an und ich hoffe, das passt alles soweit.
Zum Glück habe ich noch eine anderthalb Stunde Zeit. Also jetzt ist das Freestyle-Training vorbei, jetzt ziehe ich mich um, mache noch ein paar Sachen am Motorrad, die mir aufgefallen sind beim Fahren. Und dann gucke ich beim Supercross-Training zu und schaue, ob Nick Turi sich ordentlich schlägt heute Abend. Kai ist durch mit dem Freestyle-Training. Bevor ich mich anziehe, habe ich noch von Hellmate ein kleines Paket bekommen. Da ist mein neuer Helm drin und den packen wir jetzt mal aus. Der ist praktisch noch komplett frisch und ziemlich rot und ziemlich geil, finde ich. Oder? Mit Details, weil mein kleiner Hund, der fährt überall mit, wenn er schon nicht dabei sein darf. Okay, ich hoffe, der gefällt euch so, wie ihr mir gefällt. Und ich ziehe mich jetzt um, bis später. Ich bin angezogen, habe mich warm gemacht und jetzt ist Zeit fürs erste freie Training. Let's go! Training ist durch. Die Strecke ist ziemlich weich und auch jetzt schon ziemlich kaputt, was das Ganze halt ein bisschen anspruchsvoller macht. Ich habe mich gut gefühlt, ich glaube, ich war jetzt Vierter. Ist eine saustarke Gruppe, aber irgendwie ist jede Gruppe hier in Dortmund saustark, weil das Fahrerfeld wirklich sehr, sehr knackig ist. Und ja, ich fühle mich gut, hat einen guten Rhythmus erwischt und noch Kleinigkeiten, die ich ändern möchte. Ein bisschen schneller ins Waschbrett rein, dann kann ich mehr Speed mit rausnehmen und that's it. Als nächstes zweite freie Training und dann geht's ins Zeittraining. Willst du noch ausfliegen heute mit deinem Staubsauger? Als Hexe oder was? Ja. Also wir haben jetzt das zweite Training durch in der 450er Gruppe. Also die letzte Gruppe, die jetzt gefahren ist, bevor sie die Strecke neu machen. Es sind schon ordentliche Rillen drin. Man hat jetzt bei Nick gesehen, dass er ein paar Mal so gehapert hat und nicht die Trick oder die Sprungkombination gesprungen ist, die er eigentlich kann. Der hat sich gerade nochmal die Rillen angeguckt. Nick ist gut gefahren jetzt, auch wenn es nur freies Training ist, aber der hat sich mal mit dem Cedric Subraa gebettelt um Platz 1 und 2. Also der Fluss sieht auf jeden Fall gut aus, den er vorlegt hier. Nick ist im Last Chance Rennen, weil er im Zeittraining ein bisschen verkackt hat und das mit den Spurrillen, glaube ich, nicht so ganz hinbekommen hat. Also drücken wir ihm jetzt die Daumen. Ich glaube, der muss unter die ersten vier kommen, damit er heute Abend im Abendprogramm zu sehen ist. Und dann hoffen wir, dass er da besser fährt. Neue Bauer sucht da keinen Platz auf der Innenseite. Tut sehr gut weggekommen, aber eine schlechte Linie außenrum in der ersten Kurve. Und deswegen ist er leider auch hier nicht gut durch diese ersten paar Meter hindurchgekommen. Und nochmal an Jason Clermont vorbeizugehen. Meine Damen und Herren, es ist überhaupt kein guter Zeitpunkt, jetzt hierher zu kommen zu diesem Zelt. Da ist nämlich ganz schlechte Stimmung. Zeittraining und Quali waren ziemlich unter aller Sau von mir. Ich weiß nicht, ich kam nicht mit der Strecke zurecht. Keine Ausreden. Hab's halt einfach nicht auf die Kette gekriegt, mich direkt zu qualifizieren. Und musste dann Hoffnungslauf und bin da gefahren, als ob ich einen Stock da hinten drin hätte. Und naja, letztendlich ein Platz zu kurz gekommen für die direkte für die Quali, fürs Abendprogramm. Und dann hat mir der Organisator oder generell Supercross Dortmund angeboten, eine Wildcard zu kriegen, das heißt einfach mitzufahren, ohne Punkte, ohne alles. Und ich bin da eigentlich nicht der Fan davon, weil entweder verdient man sich die Sache oder man muss halt mit den Konsequenzen leben. So ist halt meiner Meinung nach das, wie ich die Sache sehe. Nachdem dann
das dritte Mal gefragt worden ist, ob ich nicht doch einfach mitfahren will, habe ich mich dann doch weich klopfen lassen. Und ich meine, es sind ja doch hoffentlich ein paar Fans da, die hauptsächlich wegen mir kommen. Und als einziger Deutscher in der großen Klasse habe ich gesagt, okay, dann mache ich es, dass wenigstens ein Deutscher drin ist. Und ja, also jetzt Halbfinale und dann schauen wir mal weiter. Es ist kurz vor 20 Uhr. Es kommen jetzt gleich unsere Halbfinalläufe. Davor ist aber noch Opening. Ich nehme euch einfach mal mit. Die Bläser. Zu kommen. Die ersten zwei, drei Runden bin ich wirklich wieder gefahren. Das war nicht schön. Dann hatte ich einen Fehler gemacht und bin ziemlich hart zu Boden gegangen. Und dann hat es mich anscheinend ein bisschen wachgerüttelt. Wurde zwar dann überrundet, konnte dann aber mit den ersten zwei mitgehen und den Speed auch mitgehen. Und ja, dann Rhythmus gefunden. Aber wie gesagt, mit dem Sturz halt nicht qualifiziert. Und somit jetzt hoffnungslos fürs Finale. Das war wohl heute mal gar nichts. Im Hoffnungslauf dann aus zweiter Reihe starten müssen und zwar ein gutes Rennen gefahren, aber am Start letzter gewesen und ja, abhaken. Danke an alle Fans, die trotz allem hinter mir stehen. Ich glaube, das auf dem Motorrad war definitiv nicht ich selber heute. Und ja, wie gesagt, abhaken. Und morgen ist ein neuer Tag. Jetzt gehe ich ins Hotel, gehe schlafen und dann wird es morgen ein neuer Tag. Und wollen wir einfach mal Spaß haben. Also, schlaf gut. Guten Morgen. Es ist Samstag, kurz nach 11. Gleich 12 und gleich habe ich Training. Ich habe Kai dabei und wir werden uns mal nochmal die Strecke angucken. Also gerade bei mir ist ganz wichtig, dass ich nochmal die Strecke angucken muss, weil da ist bestimmt ein Anfahrtsgitter, was vielleicht falsch gehen könnte. Und das könnte sehr gefährlich werden. Und die Rampe muss man natürlich auch nochmal ausrichten und so weiter. Also da muss man nochmal ein genaues Auge hinwerfen. Ja, ich muss ja nicht so viel gucken hier. Hey, aber kann das sein, dass im ersten Training die Strecke gar nicht so kaputt gegangen ist? Gestern? Weil da sah es so aus, als ob die Rillen gar nicht so entstehen. Und ab dem, weiß nicht, zweiten Training oder Zeittraining? Ab dem zweiten, aber ich glaube auch, dass die wenig Zeit hatten, irgendwas an der Strecke zu machen. Und deswegen halt, also gerade im Zeittraining war es. Ja. Und so habe ich auch performt. Ja, auf jeden Fall guckt man halt einfach vor Beginn des Trainings, ob sich was geändert hat. Wie hier hat sich was geändert. Da ist jetzt die Sprungsektion ein bisschen umgeschoben worden. Lass losgehen. So Kai, und wie findest du die Rampe? Haben sie die gut geschoben? Oder? Ich bin nochmal ganz genau hingucken. Also das dauert jetzt echt ein bisschen länger. Okay. Du zählst dann jedes Gitter einzeln nochmal, oder? Ja. Ich muss mich nochmal richtig positionieren auf jeden Fall. Da ist vielleicht auch was im Weg, aber ist nicht im Weg, weil wir sind gestern auch schon so gesprungen. So ein Freesteller ist sauschwer. Und dafür müssen wir mehr im Kopf abwickeln, Freundchen. Okay. Und daran musst du üben. Ah, na danke für die Erinnerung. Willkommen zum großen Waschbrett.
Nee, Sprungsektion. Da, wo ich gestern ohne Motorrad auch mal einen ganzen Sprung gesprungen bin. Oh, und ohne Schirm weitergefahren. Ja. Klassiker. Wegen Freestyle und so. Weil ich ja Kai Hase als Vloggast habe und da dachte ich... Sag mal Vlog. Ich vlogge. Nein, hier Sprungsektion. Jetzt sieht die noch ziemlich einfach aus, aber hier seht ihr es noch. Da waren ziemlich tiefe Rillen drin und die werden heute auch wahrscheinlich wieder reinkommen. Und das macht das Ganze halt noch ein ganzes Stück technischer. Also würdest du probieren jetzt im Training zu springen? So wie vorher die 3-3, aber ich sehe gerade, die haben da hinten noch den inneren Sprung höher gemacht. Also ja, 3-3-1 ist eigentlich die Hauptlinie und dann nach innen rein. Aber mal gucken, wie das sich heute im Training abspielt. Und weil wir nicht schon eine Berühmtheit hier hätten. Nee, Sepp. Jo, was soll? Haben wir sogar noch den Weltmeister. Den jüngsten, bis es Ken Roxon getoppt hat. You are on the vlog. What are your feelings about that? Man, I had a lot of pressure yesterday. I was like trembling. No, they did some good changes on the track. Okay. It's good, I think it'd be good for tonight. Also wenn wir gleich fertig sind, dann gehen wir zurück. Kai telefoniert gerade mit... Du wirst gerade gefilmt. Da oben. Willkommen im Vlog. Wenn wir nochmal Lichter machen, dann würdest du nochmal sehen. Mach mal Licht an, Diggi. Ja, warum ich hier so blöd ins Waschbett reingucke? Wenn man die eine Linie von den Spitzen annimmt, sieht man, ob das Waschbrett relativ gerade ist oder ob irgendwelche... Danke fürs Licht. Ob irgendwelche Hügel flacher sind oder höher sind, was halt dann den ganzen Fluss ein bisschen kaputt macht und dann halt auch gefährlich werden kann. Deswegen guckt man eigentlich immer noch mal ins Waschbrett rein und guckt dann halt, gerade hier auf der rechten Seite ist es relativ eben, auf der linken Seite ist es ein bisschen hoch und runter, was aber trotzdem noch im Toleranzbereich liegt. Jo. Schau dir das an. Schlammig wird es heute nicht. Schau dir das an, wie schräg das hier alles ist. Das muss präpariert werden. Also ich kann es nochmal sagen, die armen Freestyler tun mir so leid. Mir ist es eigentlich völlig egal, wie die Anfahrt ist, aber ich kenne andere Freestyle-Motocross-Fahrer. Die haben damit sehr große Probleme, wenn die Anfahrt nicht 100% gerade ist. Zum Beispiel gestern der Australier, Pat Bowden, der kam an und meinte, das Anfahrtsgitter rutscht, weil wir halt eine Kurve gefahren sind. Und wenn man schräg oder wenn man halt die Kurve auf dem Anfahrtsgitter fährt und die Reifen nass sind, dann rutscht der Hinterrad weg. Da habe ich zu ihm nur gesagt, der soll gerade anfahren, aber das hat er nicht hinbekommen. Naja. Kurz zur Aufklärung, der ist... Nee, das lag nicht daran. Aber trotzdem, der ist etwas zu kurz gesprungen. Das Video habe ich heute früh gesehen. Der war im dritten Gang und das Blöde war, dass wir im Train waren und ich war ja quasi der zweite Fahrer hinter ihm. Und ich habe seinen Motor gehört und weiß, dass das auf jeden Fall nicht der richtige Gang war, um die Distanz zu schaffen. Und dann war ich so in der Zwickmühle von... Bremsen ist jetzt zu spät, ich muss jetzt springen, aber wenn ich jetzt springe, habe ich dieselbe Fluglinie wie er, aber ich habe ihn dann quasi übersprungen, weil er komplett gegen den Gegenhang ist. Und hat sich leider sein Handgelenk ein bisschen verletzt. Aber alle anderen, die hinterhergekommen sind, sind zum Glück nicht in ihn reingesprungen. Glück im Unglück. Das passiert. Siehst du, weil er immer so verrückte Sachen macht. Nicht nur verrückt. Was willst du? Hi, du hast in der Viertelstunde Training. Ja, ich brauche... Ich habe noch 12 Minuten bis zum Training, aber meistens ziehe ich mich in 4 Minuten um. Also ich habe noch Zeit. Und warm machen und so. Ich renne ja gleich zurück, dann bin ich warm. Ach so. Okay. Heiß. Gut. Okay, also Kai rattert jetzt übers Waschbrett und macht sich dann fertig fürs Freestyle-Training. Bis dann. Es ist Samstag. Es ist eine anderthalb Stunde bis zum Opening noch Zeit. Und es ist schon verdammt. So, wir haben 18.30 Uhr am Samstagabend in Dortmund. Die Tore sind eröffnet, die Zuschauer strömen rein und gucken sich die Boxen an, sammeln die ein oder andere Unterschrift. Dominik Thury hat sich heute direkt qualifiziert fürs Halbfinale, was schon mal gut ist. Und ich denke mal, der hat aus seinen Fehlern gestern Abend gelernt. Ich bin wieder startklar für die Freestyle-Show, die wir heute Abend machen. Und ihr seht jetzt, was abgeht. Thank you.
drop, drop, yo. Für Niki ist heute leider nicht so gut, er hat sich im Training nochmal hingelegt und das habe ich gar nicht mitbekommen und ist auf seine Oberschenkel gefallen. Nick fliegt nächste Woche nämlich schon nach Amerika, um da seine Träume und Ziele zu erfüllen. Für mich lief es heute ganz gut, die Stimmung war atemberaubend bei dem ausverkauften Haus. Ich probiere mich jetzt für die nächsten zwei Wochen mit dem Steiger in Verbindung zu setzen, um wieder Kontakt zu bekommen mit dem Steiger, weil ich bin in zwei Wochen beim Kings of Extreme in Leipzig dabei und werde da meinen Frontflip-Bonk zeigen. Und probiere da wieder Vollgas zu geben. Bis dahin, schaltet ein, like und subscribe, Weberwerke YouTube-Channel und bis zum nächsten Mal.